So, ich hab's geschafft, bin aus der Firma raus, alleine, ohne Süllemann. Ich schwing mich jetzt zum Mercedes S500. Man muss sich mal überlegen, Leute. 485.000 Menschen waren bereit, über 120.000 Mark für so ein Auto auszugeben. Und jetzt verhandeln wir für unter 10. Wir gucken's mal an, wie gut er ist. So, Auto Nummer 1, Mercedes S-Klasse. 5 Meter feinste deutsche Automobiltechnik. Der S500 mit 5 Liter V8. 1999 erblickte das Licht der Welt und rannte seitdem 153.000 Kilometer. 9.480 Euro soll er kosten. Die Ausstattung ist S-Klasse-mäßig top. Automatik, Leder- und Xenon-Scheinwerfer. Anders als sein klobiger Vorgänger, der riesige W140, bringt die Baureihe 220 wieder Eleganz in das Spitzensegment. Allerdings auch eine ganze Reihe an Elektronik, die vor allem in den frühen Jahren oft Probleme machte. Das weiß nicht nur der PS-Profi, sondern auch der selbsternannte Mercedes-Experte. Moment. Süleyman. Hi, ich bin Süleyman. Schubert, und du musst bei denen auf jeden Fall achten wegen Elektrik. Die haben immer viel Probleme. Ich weiß. Frontscheinwerfer. Und was noch? Ein geheimes Tipp von mir ist, wenn du den Wagen anmachst, nur die Zündung und zuletzt nur das Airbag-Zeichen anbleibt. Ja. Und dann heißt das meistens, die haben am Tacho rumgespielt bei den Dingen. Guck ich auch gleich. Aber wenn du willst, kann ich immer noch kommen. Also ich bin immer noch frei. Also wenn du möchtest, kann ich immer noch kommen. Nein, ich komm schon klar, Silber. Danke. Weißt du? Dann fahren wir in die Stadt, essen schon im Eis, dann darfst du mal ein CL fahren mit MAE-Felgen und so. Weißt du? Silber, alles gut. Ich komm schon klar. Bis später. Ja, okay. Ich wollte dir anbieten. Tschüss. Ciao. So ein Kollege, der ist total Mercedes-krank, wirklich, ohne Scheiß. Was ist denn lackmäßig hier los? Gucken, wie ehrlich der Herr Horn ist. Die bekannten Probleme ja von den Schwellern bzw. von den Türseiten. Da sind ja bekannt, dass da ziemlich rostanfällig ist. Das Fahrzeug ist komplett rundherum lackiert worden. Puh, hast gerade die Kurvenummer bekommen, nur. Ja. Mal gucken, ob du es selber sagst. Weil, guck mal, Spaltmaße und so, ne? Was ist denn hier los? War das hier das typische Mercedes S-Klassen-Luftblechloch hier? Ja, das kann ich mir jetzt auch nicht genau erklären, aber. Du weißt, was ich meine, ne? Ja. Weil, ganz ehrlich, wenn bei dem Onkel Benz so ein Ding vom Werk läuft, wo man so durch die Stoßstange durchgucken kann, ne? Mir so einen Namen abgeben. Da müssen wir mal genauer nachschauen. Vielleicht war da mal was dran. Ich weiß jetzt nicht, rechts oder links die Seite. Ja, der Grund, warum ich nämlich so gucke, ist deswegen, weil die Linie hier im Kotflügel, die passt ganz gut. Das nächste, was ich sehe, ist, der Kotflügel, die Stoßstange war mal rot. Die war mal rot. Oder zumindest ist sie gespachtelt, weil, komm mal her, Meister, das ist nämlich keine Politur. Siehst du das da? Ja, tatsächlich. Oh, shit, du. Was machen wir denn jetzt? Herr Horn, was machen wir da jetzt? Da bin ich jetzt auch sprachlos, aber. Nein. Ist ja ein gebrauchtes Auto. Weiß ich. Das kriegen wir dann über den Preis hin, denke ich. In der Firmenzentrale schmollt Mercedes-Fan Süleyman immer noch ein bisschen. Er, der Experte für alles mit Stern, bekämpft seinen Frust mit Putzen, bis er wieder eine Eingebung hat. Okay, aber die Lackierung ist wirklich... Sekunde. Ja, Süleyman. Was geht ab, ey? Ich wollte dir noch sagen, ey, wenn das mit einem Luffer weg ist, ne, in S-Klasse... Ja, ich weiß. Du musst drauf achten. Ich habe mir die Dämpfer noch nicht angeguckt. Ja. Ich weiß, dass man sich die Dämpfer immer angucken muss. Süleyman, ich krieg das schon hin. Keine Sorge. Sicher? Soll ich noch kommen? Ich kann noch kommen. Nein, alles gut. Bleib ruhig da. Ich bin fast mit meinen Felgen fertig, weil die glänzen auch schön. Weißt du? Du darfst auch auf dem Rückweg ein CL mit MAE-Felgen fahren. Ich komm schon klar. Danke, Süleyman. Tschüss. Was sagt er? Wenn der weiß, ich guck mir Mercedes an, dann ist er immer auch wie auf heißen Kohlen. Also, dann sitzt er da vor seinem Rechner und denkt, ich muss schon Pierre erinnern, der soll das Luftfahrwerk kontrollieren. Das ist in Ordnung. Ein Luftfahrwerk. Ganz einfach. Alle Leute denken immer, das wäre komplett mit Luft gefüllt. Ist aber gar nicht so. Der Aufbau an sich ist wie ein Serienstoßdämpfer. Wir haben eine normale Einheit mit einer Feder und einem Dämpfer. Doch drumherum haben wir so eine Art Faltenbalk. Wie auf der Autobahnseiten. Seht die Anhänger mal neben euch, diese dicken LKWs, diese Gummitröpfe. Genau das gleiche ist um den normalen Dämpfer drum und ist in der Lage, sich zu expandieren und somit das ganze Dämpferpaket anzuheben und zu senken. Und dadurch können wir einmal Niveau regulieren
und halt auch einen sehr, sehr angenehmen Fahrkomfort garantieren. Dass dieses Luftfahrwerk intakt ist, sieht man sofort. Die Karosserie geht weder vorne noch hinten in die Knie. Das heißt, alle Dämpfer arbeiten einwandfrei. Das Ansprechverhalten klärt JP bei der Probefahrt. So, aber was wollten wir gucken, ob er einen Bums von hinten hatte? Das kann ich eindeutig verneinen. Hat keinen Unfall gehabt, weil dieses Blech, gerade bei der S-Klasse, ist so sauber vernietet. Und das kriegt keine Werkstatt im Nachhinein so hin. Plus, der Aufkleber ist auch noch der erste. Hier sehen wir nämlich die Aufstattung. Und da können wir schon mal sehen, dass uns im Innenraum sehr viel erwartet. Und zwar eine sehr vollständige Aufstattung. Wir haben die 220, die 249, 275. Da fällt mir gerade was ein. Süllemann ist doch so ein Mercedes-Freak, ne? Ich rufe ihn mal an und frage ihn mal, ob er mit dem Bestellcode was anfangen kann. Ach, guck mal, wer da anruft. Ja, bitte, Herr. Jean-Pierre. Süllemann, oh, ich habe ein ganz großes Problem. Ganz, ganz groß. Du musst mir mal helfen gerade. Ja, bitte. Schieß raus. Soll ich kommen? Nee, 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 alles gut, alles gut. Die Bestellcodes. Bei einer S-Klasse, ich bin da gerade ein bisschen überfragt. Weißt du noch, was 249 war? Also ich weiß es nicht. Als Mercedes, also ich weiß schon eigentlich von Mercedes viel, aber die Nummern sagen mir gerade gar nichts. Die sagen mir nur eigentlich Dönerpizza mit Salat. Dann hör auf, mich anzurufen, wenn du nichts weißt. Oh, okay. Ein bisschen einbremsen, den Kollegen, ne? Weiß doch nicht alles über die Karre. So, jetzt kommen wir aber zu der Hauptproblematik der S-Klasse beim W220. Was ihr bitte, bitte alle, ja, wenn ihr so einen Karton haben wollt, ne, so ein Dickschiff, Elektronik gucken. Jetzt wirklich eine ehrliche Meinung. War er bei Mercedes in der Rückrufaktion, hat er Wartungen bekommen? Hattet ihr elektronische Probleme mit diesem Auto? Ja, doch schon. Die wurden aber allesamt beseitigt. Was war das so? Vom ABS-Sensor über geht es dann rund, sag ich mal. In Fensterheber? ESP, Fensterheber weniger. ESP? Okay. ESP, ABS ist dieselbe Sensorik. Steuergerät, Befehle gehen beide in denselben Strang. Weil ohne die ABS-Sensoren nichts ESP. Ohne ESP nichts ABS. Weißt du was? Mach dir mal an, bitte. Ja. Jetzt können wir direkt mal raufhören, ob wir so ein leichtes Zucken im Leerlauf hören. Nee, läuft sehr, sehr sauber. Warum ich gehört habe, ist, man hört die Leerlaufdrehzahl, er läuft gleichmäßig von der Drehzahl, du hörst aber immer so ein kleines Wegbrechen. Das ist immer, wenn eine Zündspule oder eine Zündkerze nicht ganz im Takt mitkommt. Alles in Ordnung, alles in Butter. Hebebühne ist angesagt, oder? Ja, machen wir. Auf geht's. Eduard, mein Herzblatt. Ja. Jetzt haben wir den Burschen auf der Bühne. Noch irgendwas zu sagen, bevor es losgeht? Nein. Du kannst loslegen. Aber so. Nee. Guck einfach. So, was sehen wir hier? Abgasanlage ist normal mit Rostbefall. Gar nicht so drauf achten, sondern mehr. Katz noch heile, ganz wichtig. Die machen eher weniger Probleme, aber die Katz da vorne, die machen eher Probleme. Und da müssen wir mal ein bisschen fummeln. Weil, wenn die sich nämlich so anhören, ist das in Ordnung. Weil wenn, wenn man da leicht gegenklopft und die rasseln so leicht, ist der Cut nämlich weggebrannt. Kommt daher, wenn man zu lange mit kaputten Zündkerzen gefahren ist, passiert das. Und in dem Fall ist das schon mal in Ordnung. Wir gucken mal beim Fahrwerk weiter. So, fahrwerkstechnisch ist das okay für das Luftfahrwerk, weil normalerweise wird es dann nämlich untenrum so ein bisschen schmierig werden, weil es dann nämlich ein bisschen undicht wird. Das sieht aber alles ganz in Ordnung aus. Habt ihr da mal was gewechselt oder sowas? Nicht, das wüsste. Nein. Nein, also nur die ABS-Sensorgeschichte und sowas. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt können wir hier noch mal eine Runde hebeln. Boah, ist das geil. Bei unseren typischen Mängeln wie die Stützlader hier, alles heile. Nicht schlecht. Fahrwerk, Motor und Automatik funktionieren super. Alles in allem elegantes Gleiten mit sehr viel Komfort an Bord. Jetzt sind wir unterwegs in der S-Klasse und genau so muss sie sein. Schwarz. Ebenholz, nicht ganz mein Geschmack, aber gehört so zu der Käuferschicht. Die wollen das halt genauso sehen. Das nächste ist, keine Blindknöpfe, alles mit Funktion. Das Ding ist pickepacke voll, bis unters Dach. Ich sehe ein Bose Soundsystem, die belüfteten Sitze, Sitzheizung, Memory-Sitze. Klar, Navigation, alle Serie. Hier oben Luftfahrwerk, Höhenverstellung, elektrische Heckrollos. Funktioniert auch, ohne das Gequietsche, weil die meisten gehen so hoch. Alles wirklich super geil. Und der Zustand dazu,
fast eine 2. Es könnte alles so wunderbar sein, gäbe es da nicht ein Problem, das bei aktuellen Mercedes-Modellen überhaupt kein Thema mehr ist. Die Navigation. Das Navigationssystem ist so ein Mittelding zwischen kaputt sein und einfach nur schlecht sein. Wir können mal zusammen einen Test machen. So, machen den Apparat mal an hier. So. Dauert schon, ne? Es nimmt sich die Zeit, die es braucht. War genau das nämlich der Knackpunkt. Das Navigationssystem, das alte Command-System bei Mercedes, ist das langsamste Navigationsgerät, ja, auf dieser Erdkugel. Die Route wird berechnet. Jean-Pierre biegt ab auf die Autobahn. Der S500 ballert in 6,3 Sekunden auf Tempo 100. Doch JP will wissen, wie schnell und zuverlässig das Navi ist. Diese Sendung verzögert sich um weitere 60 Minuten. Und Dortmund. Oh, LKW. Großer LKW. Oh, du rechnest ja eh noch. Das erste Command-System. Ja, Command. Hier, Commander. Ich sag dir Bescheid. Der sagt dir überhaupt nicht Bescheid. Nebenbei. Es ist schon Zeit vergangen. Immer noch keine Berechnung. Nach 250 Metern links abbiegen. 200 Meter links abbiegen. Wir sind auf der Autobahn. Habt ihr das wohl? Jetzt hier. Bitte in 200 Metern links abbiegen. Hätte ich das gemacht? 8 Uhr Nachrichten wären genau meins gewesen. Zehnfacher Rüttberger, PS-Profi, landet im Gegenverkehr. Lieber runter von der Autobahn, bevor das veraltete Navigationsgerät noch bitte wenden vorschlägt. Schließlich möchte Jean-Pierre unfallfrei bei der Preisverhandlung erscheinen. Ja, Eduard, mein Freund. Was bist du bereit, runterzugehen? 9.450 will er haben. Ein Tausender muss schon drin sein, ne? Ein Tausender ist Inklu. Tank voll, da geht schon was. Bin ich wieder nach der ausgiebigen Probefahrt. Und? Alles prima. Ja, alles läuft schick, ne? Was willst du haben? Am liebsten die 9,5, die dranstehen. Am liebsten die 9,5, die dranstehen? Das ist zu viel Geld. Aber für 6? 6 ist zu wenig. Das. Nee, aber für 6 kriege ich Autos, die sind gut. 9, da will ich gerne fest. Will ich gerne fest irgendwie, ja. Wenn es möglich wäre heute und wenn möglich irgendwie, nein. Mein Vorschlag wäre irgendwo bei 9 angesetzt. Wo ist die Argumentation? Ich weiß es. 7. 7, das ist nicht in Ordnung. 8. Nee. Aber dass es Autos für 5 gibt, die gut sind, weißt du auch. Das weiß ich auch, aber die bin ich noch lange nicht gefahren. 8.200. 9.000, damit würde ich mich bereitschlagen lassen. Was? 9.000. Was? 9.000. Was? 9.000. 9.5 steht dran, 9.000 kriegst du ne. 500 Euro? Ja, 500 Euro. Wenn das tiefste ist, was drin ist, gebe ich das so weiter. Wenn er ja sagt, komme ich wieder mit der neuen Mille. Und dann hast du 5 Meter mehr Parkplatz hier. Am Ende des Tages war ich mit dem Preis, den ich rausgehandelt habe, sehr, sehr zufrieden, weil das ist er wert. Das ist er einfach wert. Jean-Pierre hat es eilig. Er will noch schnell einen Zwischenstopp in Dortmund einlegen für ein allzu menschliches